Herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel Die Zeit des Absolutismus und das königliche Streben nach absoluter Macht im Zusammenhang mit dem Thema Neuzeit. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Die Zeit des Absolutismus und das königliche Streben nach absoluter Macht. Das 17. und 18. Jahrhundert wird als Zeitalter des Absolutismus bezeichnet. Mit dem Begriff Absolutismus bezeichnet man den Anspruch von Herrschern wie Königen und Kaisern auf die totale, also allumfassende Herrschaft, Macht und Kontrolle im Staat. Man spricht vom sogenannten Totalitarismus. Absolutistische Herrscher wollten in ihrem Land allein bestimmen und sahen sich nur Gott gegenüber verantwortlich, der sie durch seine Gnade, seine Gunst zum Herrscher bestimmt hatte. Man spricht vom sogenannten Gottesgnadentum. Ein absolutistischer Herrscher gewährte den verschiedenen Teilen der Gesellschaft keinerlei politisches Mitspracherecht. Dies galt auch für den Adel, die hohe Geistlichkeit, also den Klerus, wie Bischöfe und die reichen Bürger des Landes. In einem absolutistischen Staat gab es keinerlei Gewaltenteilung bzw. Gewaltentrennung in den Bereichen der Legislative, also der Gesetzgebung, der Judikative, der Rechtsprechung und der Exekutive, also der ausführenden Gewalt. Der Herrscher entscheidet selbst, welche Gesetze gemacht, wer verurteilt und wer die Gesetze, wie zum Beispiel Beamte und Polizisten, anwenden sollte. Das ist die sogenannte Exekutive. Der englische König Karl I., er lebte von 1600 bis 1649, versuchte jahrelang die absolute, also alleinige Macht in England für sich zu gewinnen. Karl I. wurde Mitte des 17. Jahrhunderts, 1649, letztlich vom Anführer des englischen Parlaments, Oliver Cromwell, besiegt, zum Tode verurteilt und enthauptet. Nach der sogenannten Glorious Revolution in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, von 1688 bis 1689, auch englische Revolution genannt, konnte kein englischer König die absolute Macht mehr erreichen und das Parlament erreichte immer mehr Möglichkeiten der politischen Mitbestimmung. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, 1689, wurde in England die sogenannte Bill of Rights beschlossen, um die Macht des Königs einschränken und die des Parlaments zu vergrößern. König Ludwig XIV., der lebte von 1638 bis 1715, konnte sich in Frankreich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts als absoluter König, der alles in seinem Land beherrschte, durchsetzen. Das Motto, sein Leitspruch, lautete: Der Staat bin ich. Ludwig XIV. Wurde durch seine Hofhaltung im Schloss Versailles in der Nähe von Paris zum Vorbild für europäische absolutistische Herrscher des 17. und 18. Jahrhunderts. Die Epoche der Kunst und Kultur vom Anfang des 17. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, also von 1600 bis 1750, wird als Barock bezeichnet. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema Frühkapitalismus, Verlagssystem und Merkantilismus.